Sie sind da. Herzlich willkommen vom schönsten Ort am Zürichsee aus Richterswil. Möchten Sie etwa mitfeiern? Wir haben heute einen ganz speziellen Feier. Sie haben es gehört, einerseits mit Musik, mit tiefgründiger Musik, aber andererseits auch mit Wort, mit tiefgründigen Wort. Wort, die wir brauchen in dieser Zeit, die ermutigen, egal wo man sich gerade befindet, wie es einem geht. Es geht darum, dass wir das Leben können wirklich wieder feiern, dass wir dem Leben können Wert geben. Und das versuchen wir in den nächsten Minuten. Und wünschen Ihnen, liebe Mitfeiernde, kurzweilige Minuten, die jetzt folgen. Hoi Mario. Hoi Markus, schön dich zu sehen. Schön dich in deinem natürlichen Refugium zu sehen. Ja, du weißt, das ist mein Stammplatz hier an dem Instrument. Hilf mir nochmal schnell, es kommt mir bekannt vor. Was hören wir da? Johann Sebastian Bach, Fuge in D-Moll, von der bekannten Toccata und Fuge D-Moll. Ja, und das ist Musik für die Seele. Offenbar. Und es geht nicht alles dem Bach runter. Nein, in dem Fall baut es sogar auf. Obwohl, D-Moll ist ja, Komponisten tun das nicht einfach so wählen, Tonart. Es ist Tonart von der Ewigkeit. Häufig letzte Werke von Musikern sind in D-Moll geschrieben, ohne dass sie es gewusst haben. Und das strahlt natürlich auch aus der Musik. Fuge, vier Stimmen und ja, mit Dissonanzen und mit Konsonanzen. Aber im Bach ist es doch gelungen, das wirkliche Leben musikalisch, kirchenmusikmäßig zu erfassen. Ja, und darüber raus. Also stell dir mal vor, es würde einfach bei dem bleiben. Was macht er? Dissonanz, wo sich auflöst, und zwar nicht irgendwie, sondern völlig logisch, sogar Gesetzmäßigkeiten folgt. Absolut, in einer wunderbaren Art. Und das ist ja die grosse Kunst im Leben, dass man aus der Dissonanz in die Harmonie findet. Ganz genau. Natürlich, eine gewisse Gefahr ist, wenn du nur eine Harmonie hast. Langweilig. Langweilig. Stell dir mal eine Beziehung vor, die so funktioniert. Kannst du vergessen. Also komm, ich hätte gerne mehr davon gehört. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir ein paar Takte noch. Und beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, war eine Person hier in der Kirche und hat aus irgendwelchen Gründen ein Kerzchen angezündet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, das passt gut zusammen. Musik von Johann Sebastian Bach und die Sinnlichkeit von einer Kerze. Ich würde sagen, das machen wir. Okay, passt, Markus. Franziska. Hallo, Mario. Hoi. Was ist dir durch den Kopf vorhin beim Bach mit all den Konsonanzen, Dissonanzen, Harmonien, Disharmonien? Ja, einfach schön, trotz allem. Oder mit allem. Ja. Mit und trotz allem, natürlich. Und es ist Musik einfach für die Ewigkeit Balsam für unsere Seele, die doch manchmal immer wieder bedrückt ist. Es tut einfach gut, gell? Genau. Und das brauchen wir doch gerade in dieser Zeit.
dass man ein bisschen Hoffnung stiftet. Also mich macht so Musik einfach auch dankbar, dass es sowas überhaupt gibt und dass man sowas einfach könnte, ja, hören, spielen. Ja. Ja, das hilft dir auch, zum etwas können überwinden oder weiterkommen. Das ist ein Teil von meiner eigenen Therapie, die ich mir immer selber verschreibe. Ja. Und wenn es mal irgendwie gar nicht mehr geht und etwa eine halbe Stunde an der Orgel höckelst und etwas von Bach spielst, dann sieht die Welt völlig anders aus danach. Und wenn dann noch ein paar Leute in der Kirche da sind, sich absetzen. Die auch Freude haben, gell? Ja, natürlich. Ja. Und wo du merkst, der Mensch geht eigentlich der Musik wirklich nahe und freut sich daran. Du hast Musik, andere Leute haben mehr die Worte. Wir haben doch letztes Mal über den Psalm 23 geredet. Ja, genau. Ich habe ihn mitgebracht. Und zwar die Fassung von Joshua Bösch, wo er es auf Schweizerdeutsch nachher umgesetzt hat. Ich habe noch gehört, dass sie existiert, aber eigentlich noch nie so richtig gehört. Die könntest du eigentlich lesen, ja. Ja, mache ich gerne. Ja. Er, Gott, ist mein Hirt. Ich komme nicht zu kurz. Er lässt mich weiden im saftigen Gras und führt mich ans Wasser, wo ich trinken kann und wo ich ausruhen kann. Dort gibt er mir die Seele wieder zurück, dass ich den Weg wieder finde, hinter dem Dreh. Er will mir ganz nöch bei sich haben. Und wenn ich muss durchs Doppel durchgehen, wo der Tod lauert im Dunkeln, ich fürchte mich nicht vor dem Bösen. Du bist ja bei mir. Dein Hirtenstock ist mir ein Trost und führst mich sogar vor meinen Feinden an den deckten Tisch und leihst mir die Hand auf den Kopf und schenkst mir den Becher randvoll ein. Ja, Liebe und Güte tun mich begleiten. Tag aus, Tag ein, das ganze Leben lang. Und zuletzt komme ich heim zu dir, in dein Geheimnis für immer. Aus diesen Worten tönt eine unglaubliche Vertrautheit. Vielleicht auch Zärtlichkeit oder Dankbarkeit. Das heisst, wir müssen uns, egal was passiert, eigentlich gar keine Sorgen machen. Wir sind aufgekommen. Ja, und genau. Aber der Hoffnungsschimmer, das sieht man halt nicht einfach so, gell? Da ist ein dunkler Doppel. Ja. Und dann, dass man dann tatsächlich Trost findet und die Liebe und Güte spürt. Aber da siehst du, das dunkle Doppel ist die Dissonanz und der Trost ist dann wieder die Auflösung von dieser Dissonanz. Oder zumindest, dass man rausgeführt wird aus dieser misslichen Lage, je nachdem, was es ist. Ja, genau. Ja. Ja, das ist jetzt ganz ein alter Text. Ich habe noch ein Buch dabei, wo der Texte mit Deborah Sommer. Sie hat hier zu schönen Bildern hat sie Gedicht gemacht. Oh, das ist etwas Neues. Ja, du hörst gern. Gibt es da eigentlich gibt's eine Melodie dazu? Ah, oh, das ist mir jetzt nicht bekannt, kenne ich nicht. Aber los, wenn es doch einen Text gibt, dann könntest doch du den Text mal versuchen zu lesen. Bilder gibt es auch schon. Und wir machen ganz, ganz neu eine Musik dazu. Die entsteht gerade jetzt. Ist nicht geplant. Ja, gerne. Was meinst du? Probieren wir. Das probieren wir. Ja. Erwartungsvoll atme ich Dunkelheit. Der Pinsel des Meisters mischt Farben in das Morgengrauen. Dunkles Blau weicht sanftem Licht. Wird es auch mich erreichen? Sorgenvoll suche ich Halt. Die Nacht weint noch in meiner Seele. Die Leiden meines Lebens sind in dunkles Zwielicht eingehüllt. Werde ich daran zerbrechen?
wundervoll erwacht der Tag im Widerschein der nahenden Sonne. Singt sich die Lerche in mein Herz. Eine sanfte Brise berührt mich. Ich wage zu hoffen. Hoffnungsvoll strecke ich mich aus nach Licht und Wärme, Heilung und Segen. Ich träume von der Schönheit des Tages. Meine Tränen trocknen im Morgenwind. Fasse Mut, mein Herz. Vertrauensvoll ergreife ich deine Hand, will diesen Tag nutzen und gestalten, will glauben, dass er mir zum Guten dient, will reifen im Leben, Lieben und Leiden. Mein Leben ist kostbar. Eine Dissonanz merke ich bei mir immer, das ist so eine Unstimmigkeit, und zwar meistens zwischen dem Kopf und dem Herz. Es ist irgendwie etwas passiert, das nicht in meinen Wünschen oder in meinen Erwartungen gesprochen hat, und der Kopf versteht vielleicht sogar, warum das so ist, aber das Herz ist trotzdem verletzt. Und dann probiere ich etwas, um wieder wie können ganz werden, um wieder das Herz mit dem Kopf zu verbinden. Und da hilft mir die Natur sehr fest. Also ich gehe dann raus, jetzt im Sommer schwimmen oder eben die Vögel, die singen, so wie es vorher im Gedicht geheissen hat, wo einem wieder Mut macht ins Herz, wo einem etwas gibt. Es ist so die Verbindung, die wieder hergestellt werden kann, von mir zum Körper innen durch, aber auch nach außen zu der Welt. Also zum der ganzen Umgebung, die bei mir ja auch da ist, wo ich auch dazugehören, wo ich mitten drin bin und ein Teil davon. Dass ich heute anstehe, ist kein Zufall. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man mit einer Situation konfrontiert ist, die eben nicht einfach von alleine weggeht, wo man nicht anbringt, wenn man nur genug will und fest etwas erreichen will. Das war eine veritable familiäre Krise, wo ich am eigenen Leib erfahren habe, wie wichtig das ist, dass man Unterstützung eben auch bekommt. Ich habe Unterstützung bekommen innerhalb von dem kirchlichen Umfeld, und da bin ich auch sehr dankbar. Und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt eben die Funktion als Kirchenpflegepräsident übernommen habe. Weil ich auch etwas zurückgeben will, weil wir immer wieder konfrontiert sind mit diesen Situationen, wo Leute Unterstützung brauchen. Und es ist mir wichtig, dass wir das in einer guten Art auch machen können. Es macht mich immer wieder verrückt, wenn ich sehe, dass Kirche zum Selbstzweck betrieben wird. Wir sind da für die Leute und ich will auch da sein für die Leute. Und der Umgang mit eben diesen zum Beispiel musikalischen Dissonanzen, die das Leben perfekt widerspiegelt, ist für mich einer von diesen zentralen Punkten, eben auch können sicherstellen, dass die Leute Kraft finden, dass sie die Unterstützung finden innerhalb von unserem Umfeld. Markus, du hast jetzt vorher gesagt, wie nötig das ist, dass man etwas machen kann. Und manchmal kann man eben nicht viel anders machen, wie dass man zum Beispiel einen Stein ins Wasser rührt oder auch eine Kerze anzünden. Und ich fände es schön, wir könnten miteinander Kerzen anzünden. Für uns alle, aber auch für alle anderen, die in einer schwierigen Situation sind, für alle, die jetzt gerade nicht so gut haben, für alle, die vielleicht die Lösung nicht sehen, die unterwegs sind in einer unsicheren Situation. Ja, für alle, die einfach gern ein Licht hätten und Freude daran haben.
Für alle, wo es jetzt nicht gut geht, wo jetzt im Chaos stecken. Für alle Kriegsbetroffenen, lass sie nicht verzweifeln. Lass sie stark sein und lass sie deine Nähe spüren. Für alle, die krank sind oder traurig. Für alle Armutsbetroffenen, lass sie nicht verzweifeln. Gib ihnen Mut, auch Hilfe anzunehmen und bis näher bei ihnen. Für alle, die einen Hoffnungsschimmer sehen oder die eine schwierige Situation schon haben können überwinden. Für alle, die für andere da sind, lass ihnen immer bewusst sein, wie wichtig das ist. Und gib ihnen Kraft, auch alles können auszuhalten. Für Sie alle daheim, für Ihre Bitten und für all Ihre Anliegen. So können wir jetzt miteinander vertrauensvoll das Segensgebet sprechen und den Segen von Gott empfangen. Sei du bei uns, bleib uns nahe. Geh mit uns, Gott, durch die Zeit. Lass dich spüren, dich erfahren. Sei uns nah, Gott, sei nicht weit. Sei in uns, Gott, schenk uns Augen. Für die Schönheit deiner Welt. Hilf sie hüten, sie bewahren. Schenk den Geist uns, der erhält. Sei du mit uns, hilf uns tragen. Wo uns Schweres trifft und kränkt. Sei bei uns, Gott, schenk den Atem. Für ein Leben, das gelingt. Und so segne uns der gütige Gott der Liebe, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Liebe Mitfeiernde, wir haben viel gehört in Musik und Ton vom Johann Sebastian Bach über Improvisationen. Und ich weiss nicht, wie es Ihnen dabei gegangen ist, aber das Ziel war eigentlich, dass man die Vielfalt von Klängen, auch von Harmonien, aufzeigt. Harmonien und Klänge, die für die Seele wirklich gut sind. Vor allen Dingen in dieser Zeit, in der wir uns befinden, wo wir medial eigentlich nur negativ berieselt werden. Es gibt mehr zu bieten, und zwar erheblich mehr. Es gibt auch anderes zu bieten,
und nicht nur ein anderes, sondern wahrhaft Besseres. Der Zuspruch aus dem Psalm 23, wo nicht verleugnet, dass es Untiefe gibt im Leben, aber letztlich einladet, dass es Leben wert ist, dass man es feiert. Und wenn man das Leben feiert, dann heisst es auch, für jeden Tag dankbar zu sein. Weil nichts ist selbstverständlich in unserer selbstverständlichen Welt. Gar nichts. Nicht einmal, dass ich morgen noch aufstehe. Das ist nicht selbstverständlich. Das Leben ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk. Und Dankbarkeit ist die Sprache der Seele und tut uns allen gut. Ein dankbares Lächeln, mit dem können wir die Welt heller machen und ein Stück weit verändern. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, Gesundheit, viel Freude und einen ganz, ganz schönen Sommer. Herzliche Grüße aus Richterswil.